Hallo, liebe Tai Chi und Qigong-Spieler. Heute stelle ich euch wieder einen unserer Referenten der Qilin-Akademie vor. Das ist Matthias Albers aus Hamburg. Hallo, Hallo, Matthias. hallo allerseits. So, Matthias, du unterrichtest jetzt im nächsten Modul zum Thema Entwicklungsgeschichte des Tai Chi. Aber einige unserer Interessenten oder einige der Zuschauer jetzt kennen dich auch schon aus einem anderen Thema in der Qilin-Akademie. Du hast auch schon Nervensystem unterrichtet. Ja, Wie kommt Nervensystem und Stress es? habe ich unterrichtet. Genau, so ein breites Spektrum. Erzähl doch mal was über dich. Ja, interessanterweise ist mein erstes akademisches Studium habe ich auf höheres Lehramt Biologie und Philosophie habe ich studiert, sodass irgendwie Nervensystem und Stress natürlich ein hervorragendes, schönes biologisches Thema ist. So, und das liegt mir auch sehr am Herzen. Gleichzeitig habe ich auch Philosophie studiert und im Rahmen meines Philosophiestudiums auch ein Jahr chinesische Philosophie an einem sinologischen Institut in Hamburg, dass ich mich schon in meinen Mitzwanzigern mit Daoismus und ja, im Wesentlichen mit Laozi und Zhuangzi beschäftigt habe. Du hast auch schon viele Jahre Praxis. Magst du uns da auch noch mal was dazu erzählen? Gerne, ja. Ich habe da so Mitte der 90er Jahre angefangen. Erst tatsächlich im Uni-Breitensport hat das tatsächlich angefangen, mit der Idee, erstmal mehr Erdung zu bekommen. Und bin dann, glaube ich, 1994 bei Daniel Grolle gelandet. Und bei dem habe ich mit Unterbrechung, ich habe mal 9 Jahre auch aufgehört aus verschiedenen Gründen, jetzt bis jetzt und gelernt habe ich bei ihm. Verschiedene Gut. Module, Pushen, Tai Chi, Fortbildung, ja, Spezialausbildung und so weiter. Bist auch Kursleiter und gibst selber Kurse, weiß ich. Ja, gebe selber einen Tai Chi-Kurs, beschäftige mich viel mit traumasensiblen Tai Chi, Ja. bin von Hause aus hauptberuflich Traumapsychotherapeut und Tai Chi ist einfach ein wesentliches Bestandteil meines Weges und auch sogar für meine Arbeit mit Klienten geworden. Ja, also ein ziemlich spannendes Spektrum in deiner eigenen Entwicklung und ich weiß das noch vom letzten Mal, da kommt dann auch immer eine sehr gute Mischung in deine Didaktik und in deinen Seminaren daraus wieder rüber. Jetzt erzähl uns doch mal Entwicklungsgeschichte des Tai Chi Chuan, klingt jetzt erstmal ein bisschen trocken. Normalerweise beginnt man da immer mit der Schlange und dem Kranich. Was ist denn dran an diesen alten Geschichten? Ja, wie immer in Asien verliert sich das im Dunkel der Geschichte. Also es ist egal, ob wir jetzt Buddhismus studieren oder Taoismus studieren, ob wir Kung Fu studieren oder im Tai Chi studieren. Es gibt meistens immer irgendwelche mythologischen Anfänge. Ja? Mythologisch deswegen, weil es sich natürlich nicht um historische Ereignisse handelt, sondern es ist einfach über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hat sich so ein Narrativ quasi herausgebildet. In Asien stellt man das dann auch so dar, als wenn das garantiert eine historische Tatsache sei. Man sollte aber auch mal wissen, dass Geschichtsschreibung in Asien ein bisschen anders funktioniert hat immer als im Westen. Wir haben da einfach eine andere Tradition, sodass es, wir mit Fug und Recht sagen können, das ist ein Mythos, das mit dem Kranich und der Schlange. Ist das dann wichtig für unsere Tai Chi-Praxis, sich damit überhaupt zu beschäftigen? Warum lernen wir so etwas? Was ist da dran für uns so wichtig? Na, ich denke, das ist schon interessant, die Hintergründe einfach zu wissen. Wenn ich blutiger Anfänger bin, dann vielleicht nicht so, aber in dem Moment, wo ich fortgeschrittener werde und mich vielleicht mit verschiedenen Stilen beschäftige, Ja. überhaupt erstmal bemerke, dass es verschiedene Tai Chi-Stile gibt, Ah. spätestens dann kommt ja die Frage auf, warum gibt es denn eigentlich verschiedene Tai Chi-Stile? Oder ich persönlich bin jetzt Schüler des Chenmen-Cheng-Yang-Stils. Auch im Yang-Stil gibt es ja auch feine Unterschiede, manchmal sogar große Unterschiede zwischen einzelnen Lehrern oder Schulen und Unterschulen auch. Okay. Also spätestens dann können wir erstmal aufhorchen und fragen, warum ist das eigentlich so? Und wenn wir dann in die Geschichte reingehen, in die Entwicklungsgeschichte des Tai Chi, merken wir relativ schnell, dass es eine Geschichte von Familientradition ist. Ah ja. Sag mal, mich interessiert jetzt mal was Besonderes. Ich habe mal gehört, dass früher die Frauen überhaupt kein Tai Chi lernen durften, sondern dass es nur Männer lernen durften. Stimmt das eigentlich? Das ist meines Wissens sogar wahr. Okay. An der Stelle kann ich es gar nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass die Informationen, die ich habe, jetzt wirklich der Wahrheit entsprechen. Aber China ist bis heute oder Asien ist bis heute eine ziemlich patriarchale Veranstaltung, Ja. sodass ich eigentlich es nur aus dem 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert also weiß, dass im modernen China eben auch Töchter von
sogenannten Familienpatriarchen dann befugt sind, den Stil ihres Vaters weiterzutragen, also weiter zu lehren. Ja. Also ich denke, wenn es um die Entwicklungsgeschichte geht, geht es natürlich auch immer um solche Dinge, also um Philosophie, aber eben auch um politische Entwicklungen, um die Entwicklung, was da mit den Menschen alles so passiert ist im Laufe der Geschichte. Absolut. Also es wäre jetzt ein ziemlich langweiliges Seminar, wenn ich meinen Teilnehmern oder meinen Zuhörern einfach nur Geschichtsdaten runterratte, dann würde, da wären wir relativ schnell mit fertig. Mhm. Ja, wie gesagt, ich sagte bereits, Geschichtsschreibung in Asien funktioniert ein bisschen anders als im Westen. Also selbst da, die ganzen Daten sind da alle teilweise ziemlich vage. Ich meine, was uns interessiert, ist natürlich der Zeitgeist. Ja, in welchen Jahrhunderten ist das entstanden? Ja. Was war da en vogue? Wie haben die Leute gedacht? Wie haben sie gefühlt? Was war ihre Lebenswirklichkeit? Das ist natürlich interessant. Und eine der großen Fragen, die mich immer umgetrieben hat, warum ist sowas gerade in China entstanden? Ja, warum ist das in China entstanden? Hätte auch in Indien gibt es Yoga, ja, hätte auch in Indien entstehen können oder in Mexiko, in Guatemala. Warum ist da sowas nicht entstanden? Das sind natürlich spannende Fragen, denen wir nachgehen wollen. Sehr spannend, ja, finde ich toll. Ja. Jetzt sag mal, die verschiedenen Stile haben ja dann auch eine andere Art, wie sie das Tai Chi praktizieren, also sagen wir mal in den ganz konkreten Körperübungen, gibt es dann auch große Unterschiede? In der Tat, also es gibt natürlich klassische Figuren, ja, also der Kranich breitet seine Flügel aus oder sowas, die von euch Tai Chi studieren, werden das kennen, auch das Chi-Wecken zum Beispiel, das ist ja sehr bekannt, ja, der Fauststoß etc. etc., aber je nach Stil, je nach Familientradition werden diese klassischen Figuren tatsächlich ein bisschen anders praktiziert. Also die Gewichtsverlagerung mag anders sein, die Stellung des Becken mag anders sein. Also wo ist der Ming-Ming, wie wird das Dantchen eingesetzt und so weiter. Da muss ich dann auch meine Teilnehmer schon jetzt ein bisschen vertrösten, weil ich bin nicht der Spezialist für alle Stile. In der Tat, ich kenne mich gut mit dem Yang-Stil aus. Ich vertraue aber darauf, dass ihr alle Wissen über euren eigenen Stil habt und Teil des Seminars könnte sein, oder das würde ich mir wünschen, dass wir einzelne Tai-Chi-Figuren mal rausnehmen und wir dann mal rumfragen, gemeinsam auf Forschungsreise gehen, hey, wie macht das denn der Chen-Stil und wie macht das denn der Yang-Stil nach Chen-Men-Cheng oder der Yang-Stil-Langform oder der Wu-Stil, ne, oder auch neuerdings diesen Shaolin-Tai-Chi-Stil, der ist ergeben sich interessante Perspektiven. Das klingt schon wieder sehr nach Praxis. Das wird bestimmt den meisten gut gefallen, weil so ein ganzes Wochenende online vom Computer ohne Bewegung, das ist ja nichts für Tai-Chi-Leute. Ganz klar, das ist nichts für Tai-Chi-Leute. Das ist auch nichts so für mich. Auch als Lehrer ist das natürlich eine Herausforderung. Es gibt so eine goldene Regel, eine Stunde in der Realität, 4 Stunden in der Realität sind 1 Stunde Zoom. Ja, also ich kann euch gar nicht nur mit Wissen zu donnern, so, sondern wir wollen das möglichst auch in die Praxis bringen. Das heißt auch, wir wollen es gerne erspüren. Ja, so Tai Chi heißt für mich immer ganz viel mit Spüren zu tun. Mhm. Wir wollen auch mal so verschiedene, wir sind ja als Westler letztendlich, ja, so ein bisschen den Unterschied machen, was ist der chinesische Ansatz, was wäre der westlich letztendlich griechischer Ansatz, ja. Wenn der chinesische Ansatz, der asiatische Ansatz mal Harmonie ist, ja, das ist im Griechenland, das ist eher die Teilhabe. Wir haben da diesen Individualismus, da in Asien gibt es eher so ein Kollektiv-Ich, ja. Und auch das kann man spürbar machen. Und dadurch meine Hoffnung besteht darin, dass möglicherweise dann auch dann nochmal so eine Idee entsteht bei meinen Teilnehmern. Ganz praktische Idee, gefühlte Idee. Warum ist Tai Chi gerade in China entstanden? Okay. Ja. Ja, weil Harmonie und Fluss ist natürlich was anderes als Objektivität und Teilhabe. Sehr interessant, ja. Gerne, ja. Okay, Matthias, das war ja jetzt schon mal wirklich sehr interessant. Ich hoffe, dass sich da ganz viele dafür anmelden. Also wenn du dabei sein willst, das nächste Seminar findet jetzt statt vom 21. bis 22. August, ist diesmal nochmal online. Wird auch in Hamburg Präsenzseminare geben. Ich schreibe das nochmal unten in den Kasten. Also könnt ihr euch nochmal informieren. Die Anmeldung erfolgt dann wieder über die Seite der Chilin Akademie. Könnt ihr alles nochmal im YouTube nachgucken, im Infokasten unter dem Film. Ja, und ich freue mich auf viele neugierige Geister, die mir viele Fragen stellen. Und selbst wenn ich sie nicht alle beantworten kann, so können wir sie doch gemeinsam erforschen.
Ja, sehr. Ganz im Tai Chi Duktus sozusagen. Gut, Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War schön, dass ich dich hier vorstellen konnte. Wir kennen uns ja schon lang und ich freue mich, dass wir so einen tollen Referenten hier wieder dabei haben. Viel Erfolg für dein Seminar. Schön, wir sehen uns.